Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 31 von Europa Universalis 4 mit Frankreich. Ja, wir sind wieder unterwegs. Letztes Mal haben wir in den Handel reingeguckt, den ich nicht so ganz verstanden habe. Da müssen wir nochmal dran arbeiten. Weil irgendwie aus dem Handel ziehe ich gar nichts raus hier groß, glaube. Wäre schön, wenn wir mehr kriegen würden, aber das ist wohl nicht so. Es sind auch zwei schlechte Handelsplätze. Der bessere ist zum Beispiel Lübeck. Da ist ja auch die Hanse zu Hause, ne? Hier unten ist 09, hier geht gar nichts. Da haben wir den meisten Anfluss. Aber irgendwie geht da nichts, oder was? Da oben 5%, da 36%, hier haben wir 56%. Aber irgendwie... Ja, keine Ahnung. Champagner sieht so aus. Aber die anderen kriegen alle noch viel weniger, ne? Also ist das ja vielleicht doch nicht so schlecht. Vielleicht wird das ja mal später mehr oder so. Kann ja auch sein, ne? Gut. Da sind wir raus. Hier tut sich irgendwie noch nichts mit den Kollegen hier aus Savoy und so, ne? Ja, was macht denn unsere Kernprovinz aus hier? Achso, da oben, 96% sind wir noch nicht so weit, ne? Besetzt durch die Provence. Dann ist noch die Normandie da. Was haben wir denn hier für einen? Das gehört zu Österreich. Das sieht ja irgendwie so aus, als ob das eher zu uns gehören würde, ne? Okay, passt. Jetzt geht's hier schon wieder weiter. Wie sieht denn das hier aus? So, da müssen wir nochmal Anspruch fingieren. Aber das geht nicht. Ja, komm, dann, warum sollten wir da keinen Anspruch fingieren? Kent ist doch cool, oder? So, das ist alles klar. Da sind noch 5 Jahre. Umkämpfte Nachfolge ist auch klar. Und wer marschiert denn da? Münster ist das. Interessant. Ich glaube, da werden gerade die Engländer niedergekämpft, kann das sein? Provinzverbesserung können wir wieder bauen. Da wird noch gebaut. 20. Ja. Machen wir doch mal, ne? Ja. Die Provence hat das besetzt. Wir sind hier noch unterwegs, das ist alles okay. Hier müssen wir dann als nächstes dran arbeiten vielleicht, die Provence. Mit besser zu werden, 180 ist da gerade die Meinung. Annektieren tun wir gerade die Vorleute hier. Wie sieht das hier aus? Legitimität. Regentschaft ist schlecht. Mhm. Nationale Unruhen, ne? Was macht denn unser Nachfolger hier? 41. Okay, der ist 13.
Ah, unser Land anschauen wäre vielleicht sinnvoll. Keine Regentschaft da. Der Rat ist es. Unser Junior ist 5. Der hat nachher diplomatisch Geschick, ne? Das ist schon mal was. England ist Feind, Österreich ist Feind und Kastil. Wir haben eine Waffenruhe. Okay. Pisa. Auch interessant, okay. Was passiert hier in der Bretagne? Der ist 60, der danach kommt, oder wie sehe ich das? Der ist 63. Aha, das ist bestimmt der Bruder dann. Sind im Krieg mit Provence, okay. Waffenruhe mit Toskana und Venedig, Beziehung von Schottland und Kastil. Handelsmacht wird übertragen an England. Staatsehe mit England. Hat Eroberungskriegsgrund gegen die Provence. Durchmarschrecht von England. Können wir denn unsere Schiffe hier jetzt mal bewegen oder nicht? Ich glaube, das geht nicht, oder doch? Haben wir die gestoppt? Das geht wohl, oder? Ja. Fahren wir mal ein bisschen spazieren gerade und gucken uns mal England an. Vielleicht ist ja hier schon ganz viel passiert und wir wissen das noch nicht, ne? Machen da eine Seeblockade. Aber nicht gegen uns. Hier war noch die... Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Haben die Engländer keinen Krieg mehr? Doch, oder? Nee. Doch. Fahren wir so rum lieber, ne? Gut. Papsteinfluss. Haben wir überhaupt noch Flotte? Das ist die nächste Frage, oder ist die versenkt worden? Bark. Was ist das? Ah, Integrierung. Haben wir das geschafft? Jetzt gehört das zu Frankreich. Plus 5, perfekt. Deswegen haben wir auch so einen schlechten Handel, ne? Kann das sein? Ne, die Koggen sind das doch. Transportschiff. Wir haben keine... Leichte Schiffe brauchen wir doch, um den Handel zu forcieren. Das ist das Problem. Die sind wohl versenkt worden, ne? Aha. Stabilität kann ich nicht verlieren, dann bin ich wieder bei 0. Inflation in Kauf nehmen. Ja. Dann müssen wir mal Schiffe bauen. Wie viel können wir unterhalten? Das ist noch eine Frage, ne? Ne, da war das. Flotten.
Tradition. Einheit Limit 7 von 13. 7 haben wir, also können wir 6 bauen. Ne, das war falsch. Das ist richtig. So, da bauen wir 3. 4. Und mehr geht wegen dem Geld nicht. 5, 6. Da oben können wir noch 2 Ben bauen. Und da müssen wir den Handel unterstützen, ne? Gut. Die sammeln Moral. Unsere Aufgabe. Ach, wir können schon einen Anspruch hingehen. Auf die Provence. Wen gehen wir mal in Anspruch? Gut, wie geht's weiter? Oh, Bilanz plus 10 jeweils. Das hört sich ja prima an, ne? Dann können wir eigentlich die Inflation mal senken, ne? Ja, ich denke mal schon. Das war jetzt in dem Sinne ein bisschen viel auf der einen Seite, auf der anderen Seite macht Sinn. Könnten wir nochmal machen. Lassen wir erstmal so. Handel ist klar, den müssen wir dann steigern, indem wir Schiffe auch auf dem Meer haben. Oh, Marktplatz. In eine neue Technologie können wir investieren. Haben wir den nicht schon? Aber, naja, dann haben wir ihn jetzt auf jeden Fall. Okay, kann man Schiffwerft bauen. Okay, ach so, alles klar. Was haben wir hier? Marineambitionen. Interessant. Flottenmoral plus 30. Kolonialreichweite plus 115. Das ist natürlich nicht schlecht. So. Und als nächstes sind die Protze dran. Ne? Das ist dann die der Bronze, der große Bronze. Gussmörser ist das dann wohl. Okay. 4 Jahre sind es noch bis, aber wir sag schon. Unglücklicherweise freuen wir den Rückrufungsgrund gegen England. Ah, hier ist was passiert. Wer ist das? Das ist jetzt die Provence. Britannia ist erledigt. Das ist die komplette Provence. Und die Normandie gehört jetzt auch zur Provence. Das ist aber doof, ne? Wir haben eine Staatsehe mit denen. Fangen wir mal ganz oben an. Okay. Das ist der Anspruch, den wir da unten rechts fingieren. Was ist das? Machen wir gerade Pause, das ist wichtig. Der Handel, der Herrscher von Provence wünscht eine Staatsehe mit einem Angehörigen eines eurer souveränen Herrscher einzugehen. Dies wird unsere beiden Länder enger aneinander binden. Durch die Unterschrift des Abkommens ändert sich Mäßigkeit um minus 2 aufgrund ihrer schlechten Prestige bzw. Mäßigkeit 2 Staatsehen haben. Aha. Was steht da? Ja, akzeptieren wir.
unser Land. Ach, da ist es. Staatsehe mit Provence und Savoy. Gut, lassen wir es mal so. Ja, damit hat sich ja hier ganz schön was geändert. Wir waren nicht Nutznießer davon. Ach, hier ist auch noch Provence. Ziemlich schlecht für uns eigentlich, in Anführungsstrichen. Auf der anderen Seite, wir haben eine Staatsehe mit denen, wir haben ein Bündnis mit denen. Savoy auch. Schön ist das nicht. Wäre schöner, wenn es in unserer Farbe wäre, ne? Gerade hier, das ärgert mich jetzt so ein bisschen. Mal schauen. Gut. Irgendwann werden wir dann Kent erobern. Gehen wir über den Ärmelkanal rüber. Wenn wir schon hinkriegen, denke ich. Können wir noch was machen gerade? Ich glaube gerade nicht. Wie weit sind Schiffe? Gute Frage, ne? Warte, das war der falsche. Der ist der richtige. Die sind noch im Bau. 36% ist das meiste. Und können wir noch eine mehr bauen? Ja, und ah, die zweite können wir auch noch bauen. Wunderbar. Dann haben wir jetzt alle 6 Schiffe, die wir noch bauen können, zusammen. Das ist ja dann nicht schlecht, denke ich. Gut, dann soll es für die Folge auch wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.